Verpackung aufreißen und probieren. Hallo, in einem normalen Supermarkt geht sowas gar nicht. Aber das da ist kein normaler Supermarkt, sondern der weltweit erste Start-up-Supermarkt. Der ist in Berlin und dort stehen Geschäftsideen und Produkte von morgen in den Regalen. Auspacken und ausprobieren, ausdrücklich erwünscht. Na dann. Das ist er also, der Start-up-Supermarkt. Was es hier wohl alles gibt? Offensichtlich jede Menge Neues und irgendwie Seltsames. Aber wenn es nichts kostet, kann man ja ruhig mal zugreifen. Schmeckt irgendwie nach Chips. Ich bin ja hier so reingestolpert, aber es scheint ein cooles Konzept zu sein. Viele Sachen sieht man ja im Internet, aber hier kann man es eben auch mal greifen. Ich finde es schon interessant, zu sehen, was Leute für Ideen haben, was sie auf den Markt bringen, versuchen durchzusetzen, vielleicht durchsetzen, vielleicht auch nicht. Das wollen wir auch sehen und machen uns auf den Weg nach Berlin in ein großes Shoppingcenter. Dort treffen wir kurz vor der Ladeneröffnung Geschäftsführerin Franziska Schetter. Hallo Franzi. Hi. Was ist denn das für ein Produkt? Proteineis. Und das kann ich jetzt direkt aufreißen hier bei euch im Laden? Ja. Kannst du direkt aufreißen und verkosten. Echt? Ja. Weil das ist ja normalerweise nicht üblich im Supermarkt. Nee, das stimmt, aber du bist ja hier auch im Testmarkt. Okay. Aha, ein Markt für neue Produkte, die es noch nicht flächendeckend im Handel gibt. Hier soll herausgefunden werden, ob sich diese Dinge tatsächlich verkaufen lassen. Wie hat Ihnen das denn jetzt hier schmeckt hier? Fantastisch, dann nehme ich eine Büchse mit. Ja, nehmen Sie eine Büchse mit? Ja. Gekauft wird, was überzeugt, egal ob geschmacklich oder optisch. Es gibt hier Sachen, die ich sonst nirgends gesehen habe, also das kenne ich überhaupt nicht. Dann gucken wir es uns doch mal an. Ein innovatives Werkzeug, der Abflussstab. Mit dem Holzstäbchen soll man den Schmodder im Abfluss einfach rausdrehen können, ganz ohne Chemie. Probieren wir jetzt gerade mal nicht aus. Aber wir finden auch Altbekanntes nach neuem Rezept. Zum Beispiel den natürlichen Raumerfrischer oder das biologische Anti-Mücken-Spray. Lifestyle-Getränke, Dekoprodukte und jede Menge Snackartikel. Im Start-up-Supermarkt gibt es scheinbar für alles ein Plätzchen. Die Produkte müssen marktfähig sein. Oder zumindest mit dem Ziel, in den Handel kommen zu wollen. Das wäre so das Kriterium. Also wenn ich jetzt in einem kleinen Stil bei mir daheim einfach produzieren möchte, um im Jahr vielleicht 50 Strickstalls zu verkaufen, dann wäre ich nicht geeignet. Wir entdecken noch andere merkwürdige Dinge. Diese bunten Zettelchen zum Beispiel. Was das wohl soll? Und Schilder mit QR-Codes. Seltsam. Und dann noch dieses Produkt. Ein Hörgerät? Nein, ein Fieberthermometer. Es misst permanent die Temperatur im Ohr. Per App lässt sich die Fieberkurve auf dem Smartphone darstellen. Cool. Fragen wir doch mal. Wie seid ihr da drauf gekommen? Durch unsere Tochter, die einen Fieberkrampf hatte. Wo es eben darum geht, dass die Temperatur zu schnell ansteigt. Und da wir eh schon Sensorik im Gehörgang machen, war das naheliegend, dann unser zweites Produkt eben zu entwickeln, das nur Temperatur misst und für Kinder eben optimiert ist. Okay, passt. Aber wie geht es nun weiter mit so einer guten Erfindung? Was versprichst du dir jetzt davon, hier zu sein mit deinem Produkt? Also was wir gemerkt haben, ist, dass sehr viele Leute es anfassen müssen. Wir vertreiben das derzeit nur online. Und deswegen wollen wir eben hier frühzeitig das Feedback von den Kunden eben haben, das dann mal zu sehen. Wenn man es mal in der Hand hat, sieht, wie leicht, wie flexibel es ist. Also ich würde nämlich auch sagen, das ist total leicht. Ja. Wie lange hält der Akku? Der hält 5 Tage durchgängig. Danach dauert es dann 1 Stunde zum Aufladen. Und danach hat man wieder 5 Tage. Beziehungsweise ist das Fieber dann meistens vorbei. Ein vielversprechendes Produkt. Heißt aber noch lange nicht, dass es auch das Next Big Thing im Handel wird. Dazu braucht es noch eine ansprechende Verpackung und einen realistischen Preis. Man muss sich aufgeschlossene Vertriebspartner suchen und kräftig die Werbetrommel rühren. Trotzdem floppen 3/4 aller neuen Produkte am Markt. Viel Arbeit für wenig Aussicht auf Erfolg. Und genau das will der Testmarkt ändern, und zwar mit Hilfe der Kunden. Die bekommen am Eingang eine Mitgliedsnummer. Unter dieser wird das Kundenprofil gespeichert. Natürlich alles freiwillig und anonym. Dann kann der Kunde zu jedem Produkt im Laden seine Meinung abgeben. Per Smartphone oder Tablet gelangt er auf die Internetseite des Kaufhauses und füllt dort einen Fragebogen aus. So wird ganz nebenbei Marktforschung für die neuen Produkte gemacht.
Ich fand es ein bisschen viel an den Fragen, aber sonst finde ich es eigentlich super praktisch. Also es ist ja ein bisschen Tausch. Du probierst, du gibst die Meinung wieder. Von daher, warum nicht? Und die bunten Zettelchen? Das ist quasi die schnelle Offline-Umfrage. Nummer aufstempeln, abstimmen, fertig ist die Bewertung. Und die ist extrem hilfreich für den Erfinder im Gespräch mit den Händlern. Normalerweise geht man ja nackt in ein Gespräch rein und sagt, hier ist mein Produkt, nehmt es doch bitte auf. Dann sagen die vielleicht auch, warum sollten wir das tun? Und so können wir den Zahlen an die Hand geben. Somit haben sie Bewertungsgrundlagen, die ihnen helfen, ihr Produkt besser zu verkaufen. Quasi nackt waren auch Franziska und ihre Geschäftspartnerin Ola, als sie versuchten, ihre eigene Kreation, eine Grüntee-Limonade, im Handel zu platzieren. Sie haben es geschafft. Ihr Getränk gibt's schon in einigen bayerischen Bioläden. Was für die beiden kompliziert war, sollen andere einfacher haben. So könnte auch Simon vom Start-up-Supermarkt profitieren. Seine Geschäftsidee sind Taschen aus alten Werbebannern. Upcycling, nicht wirklich neu. Aber was sagen die Kunden dazu? Ich bin heute eigentlich sehr zufrieden. Ich habe ziemlich viel von will ich kaufen drin und das ist für mich natürlich super. Ich hoffe, dass das die nächsten Wochen und Monate so bleibt und tue natürlich alles, dass ich da auch wirklich nochmal mit Power dahinter bin. 6 Monate lang dürfen die Kunden die neuen Produkte betatschen, beschnuppern und verkosten. Damit aber am Ende noch was zum Verkaufen übrig ist, gibt es einen sogenannten Probiertisch. Hier erfahren wir auch, was alle so interessant fanden. Grillen in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Du probierst jetzt hier Allgäuer Wildkräuter. Gesund, proteinreich. Und vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Hast du schon probiert? Nee. Na komm. Ich habe ja auch noch nicht gefrühstückt. Ich hätte bitte eine ganz große, ja, unbedingt. Das finde ich wirklich lecker. Das ist echt lecker, ne? Ja. Für einen Platz im Startup-Supermarkt zahlen die Unternehmen 1.500 Euro. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Aber am Ende vielleicht gar keine so schlechte Investition. Schließlich wird im Test-Supermarkt nicht nur getestet, sondern auch gekauft.